Ach, in dem Zimmer ist meiner Tochter, Mann. Ist mir scheißegal. Ja, dann ruf doch die Bullen oder das Jugendamt. Ich gehe hier nicht. Kaspar, geh jetzt bitte. Hey. Hi. Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg ins Krankenhaus. Shirin abholen. Ich wollte nur fragen, ob es okay ist, wenn ich die Kleine vielleicht später mit in die WG nehme, weil Alice und ich, wir wollen irgendwas Schönes mit ihr unternehmen. Sie hat echt viel durchgemacht in der letzten Zeit und kann Ablenkung gut vertragen. Ja, klar, oder Leute? Also, wir freuen uns auf die Kleine. Also, wenn ich an Shirin denke, es tut mir eh alles leid, weil sie hat so viel auch mitbekommen und den ganzen Ausraster von Kaspar gegen dich und dann das noch mit dem Waschmittelunfall. Also, das muss auch heftig für sie sein. Ich will mir das gar nicht ausmalen, was alles hätte passieren können, als sie Montag dieses Waschmittel verschluckt hat. Wirklich. Okay, ich hole sie jetzt ab und dann mache ich ihr einen richtig schönen Tag. Hast du dein Handy dabei? Ja, ich habe alles. Bis dann. Ciao. Nein, hör auf, fass mich nicht an, komm alles nicht gut, ich tu dir nichts. Ich will einfach nur mit dir reden, okay? Ist dir eigentlich bewusst, dass es gegen dich eine polizeiliche Auflage gibt, die dir verbietet, überhaupt in meine Nähe zu kommen? Ich das sofort weiß ich, Leonie. Lass mich in Ruhe. Chico kommt raus und poliert dir sofort die Fresse. Lass mich in Ruhe. Leonie, jetzt hör mir mal bitte zu, okay? Du musst diese Anzeige wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt zurückziehen. Die haben mir die Obhut für Shirin entzogen. Ich darf meine Tochter nicht sehen. Bitte. Es geht mir einfach nur um ihr Wohl, okay? Es zerreißt mir das Herz. Würde es dir um Shirins Wohl gehen, dann würdest du uns endlich in Ruhe lassen, okay? Dein Kind ist sowieso viel besser ohne dich dran, wie alle sind ohne dich besser dran, Kaspar. Shirin ist bei Alice, okay? Wo es ihr gut geht. Und das Jugendamt entscheidet, wie es weitergeht. Und ganz bestimmt nicht du. Also lass mich in Ruhe. Leonie. Und noch eine Sache. Diese scheiß Anzeige, die hast du sowas von verdient. Du hast mich wochenlang terrorisiert, mich geschlagen. Am Montag, ich hatte Todesangst vor dir. Weißt du eigentlich, was du getan hast? Du hast mich gewürgt, Kaspar. Du hast dein Kind in Gefahr gebracht. Krieg endlich dein scheiß Leben und deine Aggression in den Griff. Und hier werde ich dich nie wiedersehen. Hast du das verstanden, du krankes Schwein? Ich bin wirklich so froh, dass Sie da sind und sich jetzt jemand um alles kümmert. Das hat ja gar keiner geglaubt vorher. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann Sie wirklich beruhigen. Shirin wird zu Ihnen kommen, weil... Ja. Entschuldigung, ich möchte gar nicht stören, aber Shirin weint und ihr Teddy ist irgendwie weg. Ich will Sie nicht beruhigen. Naja, es war alles ganz schön aufregend für die kleine Maus. Erst die leichte Verätzung ihrer Speiseröhre, dann musste sie so lange im Krankenhaus bleiben. Die will einfach nur nach Hause. Klar, verständlich. Aber ich kann Sie wirklich beruhigen, Sie beide. Shirin wird bei Ihnen bleiben als Tante. Sie kann ja auch nicht zurück zu der leiblichen Mutter. Und die Polizei hat ja gesehen, wie der Vater ausgerastet ist. Es liegt ja auch eine Anzeige vor wegen häuslicher Gewalt. Und wir werden alles tun, dass das nicht wieder passiert. Ja. Okay, ich vertraue Ihnen, aber ich muss Ihnen noch mal ans Herz legen, wie gefährlich Kaspar ist. Die Kleine darf auf gar keinen Fall zurück zu ihrem Vater, solange er sich nicht im Griff hat und diese Therapie endlich macht. Mhm. Ja, aber er hat ja auch die Aufsichtspflicht verletzt. Ja? Sonst hätte sie das Waschmittel gar nicht schlucken können. Mhm. Also das ist absolut sicher, dass sie nicht wieder zu ihrem Vater zurückkommt und... Boah, dann bin ich so froh, dass sie jetzt zu mir kann und nicht zu irgendwelchen Fremden muss, wirklich. Trotzdem nicht. Ich glaube, Shirin hat es wirklich schon relativ oft mitbekommen müssen. Die Wände sind nicht dick und sie Kinder spüren sowas. Wissen Sie, sie wird es mitbekommen haben. Außerdem bin ich nicht die erste Frau, mit der Kaspar so umgeht. Sie wird das wahrscheinlich schon bei meiner Vorgängerin alles mitbekommen haben müssen. Das ist die indirekte Gewalt, die sie miterlebt hat, ja. Also. Aber es wird mit Sicherheit auch noch ein psychologisches Gutachten erstellt. Ja? Und davon abhängig wird es Verhaltensregeln geben. Also er wird Shirin nicht mehr alleine sehen können. Er wird vielleicht einen Kurs machen, Gewaltprävention, eine Verhaltenstherapie. Das sind alles ganz wichtige Dinge, um das Wohl des Kindes zu schützen. Ja, und deswegen kommt sie wirklich zu Ihnen als Tante und wir kümmern uns drum. Ich bin beruhigt. Dann herzlichen Dank für Ihre Mühe. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie mich bitte einfach an. Das mache ich auf jeden Fall. Und alles Weitere wird sich in den nächsten Tagen und Wochen klären. Ja. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen auch. Schönen Tag noch. Ja. Die Frau ist wirklich nett. Ich glaube, der ist darüber geflogen. Oh. Ich habe mir beigesucht. Genau diesen Teddy hier hat ihr Kaspar geschenkt. Und sie liebt ihn. Genauso wie Shirin ihren Papa liebt. Sie fragt ständig nach ihm. Sie vermisst ihn. Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich weiß, es ist einfach super schwer. Schon mal für mich ist es auch überhaupt nicht leicht. Das ist immerhin mein Bruder.
Aber es ist einfach besser so. Ich meine, er ist unberechenbar und wir müssen dafür sorgen, dass es Shirin gut geht. Wir schaffen das, wir passen auf sie auf. Okay, fahren wir zu ihr. Mhm. Du hast schon wieder Hunger. Alles gut. Maus, es tut mir leid. Ich weiß, ich darf eigentlich nicht hier sein. Aber bitte, gib mir ein bisschen Zeit mit meiner Tochter. Sie fehlt mir einfach. Es tut mir leid, dass ich dir so wehgetan habe und dass ich euch so viele Probleme bereitet habe. Aber du weißt, ich würde ihnen niemals etwas tun. Ich würde ihnen niemals auch nur ein Haar krümmen. Gib mir nur ein bisschen Zeit mit ihr. Lass mich ein bisschen mit ihr spielen. Schön, pass auf, bitte. Jetzt eigentlich das Jugendamt rufen, ne? Jetzt nur Mädchen. Mädchen. Oh Mann, aber ganz kurz. Mädchen. Guck mal, was ich bin. Ja. Wir müssten eigentlich nicht für das Jugendamt rufen. Ja. Oder das zu Hause. Das zu Hause? Ja, das zu Hause ist. Zu Hause. Okay, Kasper, dann komm halt ganz kurz mit rein. Aber Alice und ich sind die ganze Zeit dabei. Und du fasst du mich an und... Du musst dir kein Haar verstecken. Wir alles, was ihr wollt. Dabei. Und ich mache das nur als Ausnahme, weil Shirin gerade aus dem Krankenhaus kommt und weil ich will, dass du ein bisschen Spaß hast. Ne? Spielen wir ein bisschen drin, ja? Ja, geht's dir schon wieder gut? Das ist eine Ausnahme. Okay, dann spielen wir ein bisschen mit Mama. Vorsichtig. Geht schon mal bitte ins Wohnzimmer vor, ja? Gott, nicht aus. Nicht aus. Was macht der hier? Bist du wahnsinnig? Ich weiß, es ist komisch. Ich weiß, es ist... Komisch? Ich weiß. Leonie. Ich weiß. Wir reden später in Ruhe, okay? Flipp bitte nicht aus jetzt, Schrein ist. Kasper ist wie ausgewechselt, wenn er mit Shirin spielt. Es tut mir irgendwie weh, wenn ich sehe, wie süß die zwei zusammen sind. Trotzdem, Alice und ich müssen hart bleiben. Kasper kann man einfach nicht trauen. Je länger ich Kasper mit Shirin sehe, desto schlechter wird mein Gewissen, dass er sie nicht mehr sehen darf. Ja, Kasper kann gefährlich sein, aber wirklich auch für seine eigene Tochter? Leonie, können wir kurz reden? Klar. Paco, ich... Nix, Paco, was soll das? Okay. Was soll das? Gibt's einen Plan? Ich weiß, was macht dieser Typ hier? Bitte beruhig dich. Es kommt super strange rüber, dass Kasper hier in dieser WG ist. Aber ich konnte nicht anders. Er stand auf einmal da, dann hat Shirin ihn gesehen, dann hat sie sich so gefreut, ihren Papa zu sehen. Und dann hast du alles vergessen, was passiert ist. Nein, natürlich nicht. Aber sie kommt gerade aus dem Krankenhaus. Ihr wurde der Magen ausgepumpt. Ich wollte einfach, dass sie kurz glücklich ist. Ich mache das alles nur für die kleine Maus. Nur für die kleine Maus? Sicher, Leonie? Wie meinst du das jetzt? Ich kenne dich mittlerweile viel zu gut. Du hast schon wieder so einen Blick zu Kasper. Du guckst ihn so komisch an. Ich weiß, was das bedeutet. Also, raus mit der Sprache. Mein Gott, was? Er ist ihr Vater. Natürlich habe ich ein bisschen Mitleid, wenn ich einfach einen Vater von seinem Kind wegreiße. Er vermisst sie auch. Er sorgt sich um Shirin. Guck ihn doch zu, wie liebevoll er mit ihr spielt. Er ist ein Frauenschläger. Dieser Typ verdient gar kein Mitleid, okay? Der braucht Hilfe. Er ist krank. Und das ist das Beste für Shirin, wenn sie bei Alice bleibt. Vor allem für ihre Sicherheit. Du weißt nicht, wozu er fähig ist. Und ob er das alles schon wieder macht. Und dich angreift. Also, Leonie, er hat dir wehgetan. Er hat dich geschlagen. Du musst bitte aufpassen. Okay, du hast recht. Ich bin so hin und her gerissen in meinem Kopf. Ich habe das alles am eigenen Leib erfahren. Ich weiß, zu was Kasper imstande ist. Ich muss mir das vor Augen halten. Ja. Außerdem hat das Jugendamt und die Polizei hat entschieden, dass Shirin in Alice Obhut muss. Eben. Leonie,
Kasper muss hier weg. Okay? Denk an Shirins Sicherheit. Paco hat recht. Trotzdem, ich bin einfach hin und her gerissen. Kasper liebt seine Tochter. Das sieht man einfach. Andererseits hat er mich auch geliebt. Und trotzdem ist er handgreiflich geworden. Ich weiß nicht, mich lässt das Gefühl nicht los, dass es hier einfach extrem uncool ist. Verstehst du, dass Kasper hier ist? Während... Nein, nicht Chico. Ja, ich verstehe es. Es ist komisch, dass Kasper hier gerade in der WG ist. Okay, ja, aber ich tue das nur für Shirin, weil sie ihren Papa vermisst. Das ist ja schön und mehr als verständlich. Ändert aber nichts an der Tatsache... Akzeptiert es bitte einfach, dass er jetzt hier kurz ist, okay? Ich möchte es nicht... Er bleibt ja nicht mehr lang. Aber die Polizei hat doch nicht ohne Grund diese Regularie aufgesetzt. Okay, aber ich tue das doch nur für die Shirin. Bitte versteht das einfach. Es ist auf jeden Fall schade, dass wir im Boxclub so lange arbeiten mussten und Shirin nicht mehr sehen konnten. Safe. Danke, Lilly. Ja, definitiv. Alice bringt die Kleine gerade ins Bett. Okay, hat aber noch Durst. Ist okay, wenn ich ein Glas Wasser aus der Küche hole? Nein. Du brauchst nicht fragen. Lass dich bitte kurz zusammen. Okay? Ich kann dir echt stundenlang beim Schlafen zugucken. Ja, ist das so? Glaube ich. Mal zu schauen, ob es dir gut geht. Kann ich verstehen. Ja, okay, dann sage ich mir, dass es gut gehen soll, okay? Kasper, apropos, wenn sie gleich eingeschlafen ist, die Kleine, ich glaube, dann wäre es auch besser, wenn du gehst. Weil du warst ja jetzt schon ganz schön lange hier und ich glaube, wir haben auch noch alle ein bisschen was zu tun und genau. Mhm. Und jetzt willst du mich einfach rausschmeißen. Das hat sie doch gerade gar nicht gesagt. Nein, so meine ich das auch nicht, aber du kennst die Regeln momentan, es geht nun mal nicht anders, okay? Solange du dich noch nicht richtig im Griff hast, ist es das Beste. Hey, Leonie, aber da in dem Zimmer schläft meine Tochter. Ich will einfach nur bei ihr sein, ja was? Boris, das ist meine Tochter, Digga. Dich. Was, Dicker? Ich bin nicht dein Dicker. Okay, ich glaube, wir beruhigen uns alle mal wieder. Kasper, es ist wirklich das Beste, wenn du jetzt gehst, okay? Auch für Shirin, bitte. Geh jetzt einfach. Bevor wir die Polizei anrufen. Ihr wollt die Polizei rufen. Und du willst mir sagen, was ich tun will? Was ich nicht tun kann. Was in dem Zimmer ist meine Tochter, Mann. Das ist mir scheißegal. Ja, dann ruf doch die Bullen oder das Jugendamt. Ich gehe hier nicht. Kasper, geh jetzt bitte. Bring den raus, okay? Bring den einfach raus. Lass mich hier wenigstens das Wasser essen. Ey. Du gehst. Verpiss dich! Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr verdammt nochmal nicht machen. Ich hab dich geliebt, Leonie. Ich hab dich geliebt. Ich hasse dich wie die Pest. Das wirst du bereuen. Du kannst nichts dafür, okay? Das ist nicht deine Schuld. Lass ich hätte es aber wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss Shirin beschützen. Das machen wir jetzt. Versprochen. Paco, wie konnte ich auf so einem Psychopathen, wie konnte ich auf ihn reinfallen? Maus. Das ist nicht deine Schuld, okay? Du hast ihm geglaubt, weil du verliebt warst. Ja. Und du kannst ja nicht an, was für ein Scheißkerl der ist. Du hast ihm geglaubt, weil du ein guter Mensch bist. Ich fühle mich aber nicht wie ein guter Mensch überhaupt. Ganz und gar nicht. Warum? Ich fühle mich einfach nur bescheuert, Chico, Mann, weil ich hin und her gerissen bin. Ich weiß, was richtig, was falsch ist. Ich weiß, dass Kaspar total krank im Kopf ist. Ja. Und trotzdem weiß ich nicht, ob es das Richtige ist, einem Vater das Kind wegzunehmen. Die Tochter, Leonie. Chill mal. Also, guck mal, pass auf. Chill mal. Ich kann nicht. Ich Leonie, kann aber nicht chillen, Chico. Checkst du das nicht? Guck mal, du sagst selbst. Ich kann nicht chillen. Du sagst doch selber, Kaspar ist unberechenbar, oder? So, und woher wissen wir, noch ist es nicht passiert, ja? Gott sei Dank. Aber woher wissen wir, dass es nicht noch passieren wird, dass er irgendwas mit der Kleinen macht? Ich weiß, und daran will ich gar nicht erst denken. Ja. Kasper ist krank und er braucht dringend Hilfe. Und auch wenn es dann schlimm ist, dass Shirin nicht mehr alleine sehen darf, es geht einfach nicht anders. Diese ganze Situation ist viel zu verzwickt. Es ist nichts richtig, nichts falsch. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich langsam schon krank. Leonie, im Grunde bist du für Shirin nicht verantwortlich. Das musst du verinnerlichen. Shirin muss von Kaspar, Alice und dem Jugendamt betreut werden. Ich weiß, aber ich fühle was komplett anderes. Das mag verrückt klingen, aber ich habe so viel Zeit mit dieser kleinen Maus verbracht, dass ich richtige Muttergefühle entwickelt habe. Ist nicht verrückt. Es zerbricht mir schon das Herz, dass sie das alles mitmachen muss. Denn ich weiß ganz genau, dass sie innerlich spürt, dass nicht alles gut ist. Und
Ich kann nicht zulassen, dass dir wirklich etwas passiert. Alice. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Alice, bitte. Lass mich wenigstens verabschieden. Das ist meine Tochter. Das war nach dem Theater vorher wirklich. Ich hatte Mühe, dass die Kleine nicht aus dem Zimmer rennt. Außerdem schläft sie jetzt und ich möchte ihr das ganze Theater ersparen. Alice, das war vorhin war nicht meine Schuld. Kaspar, bitte. Weißt du, schau mal, du kannst dir doch helfen lassen für Shirin. Ich möchte doch auch, dass ihr wieder eine schöne Familie sein könnt. Und du lässt sie einfach helfen und du arbeitest an dir. Und dann könnt ihr wieder so sein wie früher. Es war doch alles gut. Es war doch immer alles gut. Ja, tut mir leid. Es wird schon wieder. Ich lass mir das nicht gefallen. Ich werde mich Shirin holen. Und keiner wird sie mir mehr wegnehmen. Wenn ich meine Kleine hab, dann werde ich keinen verlassen. Und dann werde ich irgendwo mit ihr glücklich werden. Ich merk doch, dass da irgendwas ist, dass du Gefühle für mich hast. Sei doch einfach mal ehrlich zu dir selbst. Ja, du hast recht. Ich habe Gefühle für dich. Ich habe die ganze Zeit versucht, dagegen anzugehen, aber ich kann nichts. Ich habe ihn geküsst. Lässt sich wirklich wieder auf ihn rein? Nach all dem, was war, ist einfach wieder so Happy Love. Wie wäre es mit einem entspannten Film gucken? Mhm. Das ist echt süß von dir, aber ich muss doch jetzt arbeiten. Ich bin auch schon ein bisschen spät dran, ehrlich gesagt. Okay. Komm gleich nach, ja? Hannes, was machst du hier? Du verdammter Heuchler!